Hola aus dem wunderschönen sonnigen Spanien, wie ihr hinter mir sehen könnt. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir sind im Ebro-Delta und ich habe heute wunderschöne Fotos gemacht von fliegenden Flamingos, von stehenden Flamingos, schlafenden Flamingos. Und ich habe auch einen Silberreiher dabei erwischt, wie er einen für ihn zu großen Vogel versucht hat zu verspeisen. Und einen Graureiher. Nun ja, ihr werdet es sehen, wenn ihr es selber guckt. Ich möchte nicht alles im Vorhinein verraten, weil es wäre ganz schön, wenn ihr bis zum Ende da bleibt und einen Daumen hoch macht und auch ein Abo da lässt. Das würde mich sehr freuen. Wir sind den dritten Tag, 2 Nächte, 3 Tage, ja, im Ebro-Delta. Den ersten Tag haben wir mit der Ankunft zugebracht. Gestern sind wir dann mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen, um ein paar Spots, die mir empfohlen wurden, zu erkunden. Aber die Flamingos waren zwar da, aber sie standen auf der falschen Seite und das Licht war nicht so besonders gut und sie waren am Schlafen. Flamingos sind anders als Kraniche. Kraniche fressen tagsüber. Flamingos fressen in den frühen Morgen- und Abendstunden und zwischendurch. Aber tagsüber wird sehr viel bei den Flamingos geschlafen. Das heißt, man trifft dann eine schlafende Kolonie Flamingos, alle mit dem Kopf unter dem Flügel, die sich zwar im Schlaf so ein bisschen räkeln, weil es ihnen gut gefällt, aber sonst nicht viel Action zeigen. Das ist natürlich sehr, sehr imposant, weil es da Tausende von Flamingos gibt, aber ohne viel Bewegung wird das nach 2 Sekunden oder so langweilig, würde ich mal sagen. Hallo! Möchtest du deinen Zuschauern hier guten Tag sagen? Dann setz dich mal bitte hin. Doch nicht. Okay. Und wir haben dann heute das Ganze nochmal wiederholt. Wir stehen auf einem kostenfreien Stellplatz, der heißt Casa di Fusta. Und solange das Restaurant geschlossen ist, zahlt man dort nichts. Allerdings kostet die Ver- und Entsorgung 5 Euro und man kann die nur am Morgen zwischen 10 und 12, da wir jetzt in der Nebensaison sind, durchführen. Dann kommt jemand, hupt ein paar Mal, um einen wissen zu lassen, dass er da ist, öffnet die Kette und man kann dann ver- und entsorgen. Das klappt ganz gut. Wir haben das heute Morgen gemacht und werden dann morgen weiterfahren, weil ich schon öfters Flamingos fotografiert habe und sie zwar immer noch toll finde, aber ich hätte gerne auch ein paar andere Vögel gesehen. Ja, es sind Silberreiher da, ja, es sind Kormorane da, ja, es sind auch Graureiher da, aber ich habe eben nicht die angesagten Rohrdommeln oder andere Vögel gesehen, vielleicht weil ich nicht in den richtigen Plätzen geguckt habe, aber es ist wie es ist. Wir fahren also weiter. Ursprünglich hatte ich vor, nach Tarragona zu fahren und mir Tarragona anzusehen, aber egal wie und wo ich schaue, ich finde keinen Stellplatz in Tarragona und auch die Campingplätze sind nicht mal in einem Vorort, sondern ziemlich weit draußen. Ich habe hier einen Wohnmobilführer, den ich nochmal in Anspruch nehmen werde und das nochmal untersuchen werde und dann sehen wir mal weiter, ob wir nach Tarragona oder gleich nach Saragossa fahren. Saragossa möchte ich auf jeden Fall, da habe ich ganz, ganz tolle Fotos gesehen. Die hätte ich gerne auch in meinem Apparat und die sind von der Blauen Stunde. Das mag ich sehr. Blaue Stunde fotografieren erlaubt mir, meine Morgenroutine hier im Wohnmobil zu haben, mich um die Tiere zu kümmern. Das braucht ja auch immer alles seine Zeit und dann am Nachmittag erkunden gehen und am späten Nachmittag zu fotografieren. Blaue Stunde müsste hier inzwischen so um 17 Uhr anfangen. Das Wetter ist immer noch überdurchschnittlich warm. Ich hoffe, euch gefallen die Fotos hier, die ich hier euch einspiele und auch die kleinen Videos, die ich gemacht habe. Und wie gesagt, einen Daumen hoch da lassen, ein Abo machen, das wäre ganz toll. Das ermutigt mich weiterzumachen und euch noch mehr vom tollen Spanien zu sagen.